Wieder ein Ball von Barbara Paulus, der viel zu kurz war. Und wieder einmal verliert die Österreicherin ihr Aufschlagspiel. Der vierte Aufschlagsverlust in dieser Begegnung. Und damit 3:2 für die Kroatin, für Iva Majoli. Glänzender Besuch heute. Die Halle ist voll mit 4000 Besuchern. Ein sehr tennisbegeistertes Publikum hier in Hannover, das kann man durchaus sagen, wenngleich auch der Besuch gestern nicht besonders war. Da waren natürlich die Tennisfans enttäuscht, weil Anke Huber, die Zugnummer aus deutscher Sicht, nicht mehr dabei war. Sie verlor ja gegen Mirjam Oremans. Leicht enttäuschend, wie Anke Huber hier vom Platz ging. Sie brauchte in ihrer Begegnung 40 Minuten, um das erste Spiel für sich zu gewinnen. Aber man hat gesagt, auch bei der Absage von Steffi Graf, mit der ja viel geworben worden ist für dieses Turnier hier in Hannover, da haben die Tennisfans gesagt, wir kommen trotzdem. Wir wollen den Sport sehen. Der Sport ist für uns im Blickpunkt und im Mittelpunkt. Und ich denke, wenn man einmal Bilanz zieht, die Zuschauer zahlen, dann wird sich dies auch bestätigen. Barbara Paulus liegt zurück. 2:3 im zweiten Satz. Es ist nichts passiert. Der Ball hat die Netzrichterin nicht getroffen. Ja, das Match kippt jetzt auch auf die Seite von Iva Majoli. 4:2 im zweiten Satz. Sie spielt jetzt viel ruhiger und viel druckvoller. Der Ball klatscht da auf die Linie. Barbara Paulus, der Platz war offen. Ah! 5:10.
10:30. 15:30. Auch der Ball auf der Linie klatscht ganz flach weg. Keine Chance für Barbara Paulus. Paulus kann nach wie vor aus ihren Aufschlagspielen kein Kapital schlagen. Zum fünften Mal gibt sie ihren Aufschlag ab und liegt 2:5 zurück. Und damit wage ich die Prognose, dass Iva Maioli zum dritten Mal ins Finale einzieht. Dieses Faber Tennis Grand Prix Turniers, nachdem sie es im letzten Jahr zum ersten Mal hat gewinnen können. Im Finale gegen Jana Novotná, die gleich anschließend das zweite Halbfinale spielen wird, gegen Magdalena Maléva. Also bleiben Sie dran, liebe Tennisfreunde. Wir werden natürlich auch das zweite Halbfinale hier aus Hannover live für Sie übertragen. Iva Maioli, die mit 12 Jahren ihre Heimat verlassen hat, Zagreb, um in die USA zu gehen, um Tennisprofi zu werden, dann bei Nick Bollettieri im Tenniscamp landete. Ja, was aus ihr geworden ist, das weiß man heute. Tja, da hat Barbara Paulus keine Chance. Da muss sie viel laufen, wird hin und her gejagt und kann eigentlich nur noch reagieren. Kann das Spiel überhaupt nicht gestalten.
Ja, glänzender Schlag, diese beidhändig gespielte Rückhandlinie entlang, aber viel zu selten kam sie in dieser Begegnung bisher. Gibt Ivar Majoli zum vierten Mal in dieser Begegnung ihr Aufschlagspiel ab. Damit nur noch 5:3. Aber ob Barbara Paulus da noch mal rankommen kann, wenn man weiß, dass sie ihre letzten Aufschlagspiele ständig verloren hat, das wage ich zu bezweifeln. Tobt die Halle jetzt und das mit Recht. Da wird es möglicherweise doch noch einmal eng in diesem zweiten Satz. Barbara Paulus hier völlig außer Atem, Sie sehen das, verkürzt auf 4:5 und zeigt Mut in diesem Ballwechsel, der sicherlich zu einem der besten in dieser Begegnung bisher zählt.
indem sie einmal einen Stoppball spielt und das mit Erfolg. Und nach langer Zeit, das muss man auch festhalten, gewinnt die Österreicherin wieder einmal ihr Aufschlagspiel. Das ist ihr Paradeschlag, diese durchgezogene, beidhändig gespielte Rückhand. Und jetzt kommt dieser eingewickelte Stoppball. Unerreichbar für Iva Maioli, die jetzt im Beimstande von 5:4 aufschlägt. Aber auch ihr Aufschlagspiel wackelt. War sie voll auf ihre Rückhand schon fixiert, denn hätte sie natürlich besser mit der Vorhand gespielt. Da muss bei diesen hoch abspringenden Bällen Iva Maioli natürlich viel Risiko spielen. Zwei Matchbälle für Iva Maioli. Beendet Iva Maioli diese Halbfinalpaarung, gewinnt 7:6 und 6:4 und zieht damit zum dritten Mal ins Finale dieses Turniers ein. Die Titelverteidigerin steht erneut im Finale. Ein erster Satz, der sicherlich nicht besonders hochklassig war, aber immerhin spannend, der im Tiebreak entschieden werden musste. Und dann 5:2 Führung. Und dann kam noch einmal Barbara Paulus, die mächtig sich ins Zeug gelegt hatte, viel gekämpft hat, sehr viel laufen musste und das erfolgreich. Verkürzte auf 4:5. Aber es hat am Ende dann doch nicht gereicht für die Österreicherin, die dennoch alles in allem ein gutes Turnier hier gespielt hat. So, Barbara Paulus, viel Beifall hat sie hier vom Publikum in Hannover erhalten und das mit Recht, die wie gesagt keinen Federation Cup spielen wird am nächsten Wochenende gegen Kroatien in Zagreb, weil sie sagt, ich brauche immer wieder eine Regenerationspause, muss mich erholen können und hier die Matchstatistik. Da sehen wir die Quote 61% der ersten Aufschläge von Barbara Paulus, nicht unbedingt eine gute Quote, und die direkten Punkte
Da sehen Sie klar besser die Bilanz auf der Seite von Iva Majoli. Viele unbedrängte Fehler, das muss man auch sagen, auf beiden Seiten. Also lange Phasen im Spiel, keine herausgespielten Punkte, sondern Gegnerinnen profitierten jeweils von vielen Fehlern ihrer Kontrahentinnen. So, ein Schichtwechsel hier in der Eilenriede-Halle im Kongresszentrum von Hannover. Noch einmal unsere Zeitlupen der Siegerin Iva Majoli. Und ich denke, wir können jetzt abgeben hinunter ins Studio zu Gerhard Dell. Ja, die Iva Majoli hat sich beeilt und Sie sehen, sie ist bestens gelaunt, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Aber es war ein hartes Stück Arbeit, nicht? Also es waren immer so ein paar Bälle dazwischen, da hat man gesehen, zu welchem Spiel sie in der Lage sind. Aber dann war es auch mal wieder ganz fürchterlich zwischendurch. Woher kommt das, dass die Konstanz noch nicht so da ist? Well, yeah, I mean, last two matches, you know, das stimmt, die beiden letzten Matches, also... Gestern gegen Sido und heute, da war ich manchmal nicht so toll, das stimmt schon. Und manchmal muss man auch schon arbeiten, wenn man spielen will, vor allen Dingen gegen Paulus. Sie ist sehr erfahren, sie ist in den obersten 15 und wenn man sie schlagen will, muss man arbeiten. Ich habe viel versucht und ich habe auch bei wichtigen Punkten gut gespielt, meine ich. Aber ich hoffe, ich kann noch besser werden und auch im Finale dann besser spielen. Es hatte zwischendurch hohes Niveau, sage ich jetzt mal, und meine das übertragen, die Bälle waren dann immer sehr hoch, sprangen sehr hoch ab. Was macht man am besten dagegen? Hatten Sie sich was vorgenommen? Well, you know, it's very different player, you know, lots of players indoors, they just hit the ball hard. Sie ist eine andere Spielerin. Viele Hallenspielerinnen schlagen die Bälle sehr hart und sie spielt auch sehr viel Topspin. Und die ersten Male, da dachte ich, auch was soll das denn? Und war ganz durcheinander, aber später habe ich mich daran gewöhnt. Es ist eben anders und es ist sehr schwierig, gegen so eine Spielerin zu spielen, denn der Ball geht so hoch und durch den Topspin, da springt er auch so anders ab. Und dann dachte ich, die Bälle, die fliegen schon aus dem Platz raus und es ist sehr schwer, sie zu kontrollieren. Mein Spiel ist eben anders und auch wenn ich jetzt gegen Maleva spiele, die spielt eben sehr hart, aber Jana, die geht eben viel mehr ans Netz vor und gegen die muss ich mich ganz anders einstellen und ich weiß, gegen sie wird es ein sehr schweres Spiel. Ich merke schon, Sie haben sich in erster Linie auf die Jana Nowotna eingeschossen, vor allen Dingen auch, weil es natürlich immer so eine Rivalität ist bei diesem Turnier. Werden Sie sich gleich das Spiel noch anschauen? Ja, ich werde schon ein wenig zugucken. Es ist ja noch nicht vorbei und Maleva hat sehr gut diese Woche gespielt. Ich kann also nicht nur sagen, dass es gegen Jana gehen wird, aber ich glaube doch schon, dass ich eher gegen Nowotna spielen werde. Aber es ist alles im Tennis möglich. Und ich habe sehr gut gegen sie gespielt. In den letzten zwei Jahren hatten wir ja im Turnier im Endspiel gegeneinander gestanden und ich habe letztes Jahr gewonnen und jetzt wollen wir mal sehen, wie es aussieht. Ausgehen wird. Ich versuche mich auf mein Spiel zu konzentrieren und das beste Tennis zu spielen, was ich kann. Sie haben gestern ab und zu beschwört mal gen Himmel geschaut im Spiel gegen An Sido. Sie haben aber Unterstützung hier. Ihr Vater ist da. Nein, ich sehe nicht so oft zu ihm, denn ich weiß, ich muss mich auf dem Platz auf mich selbst verlassen und ich konzentriere mich auf mich selber. Er treibt mich schon an und er sagt manchmal, los Mädchen, aber man muss immer selber spielen und allein spielen, denn sonst wird man ja auch verwarnt. Es darf ja kein Coaching stattfinden. Aber gestern war einfach ein schlechtes Spiel, das muss ich schon sagen. Sie hatten mal irgendwann eine Zeit, ich sage es jetzt mal übertrieben, einen Ersatzvater. Sie waren dann bei Nick Bulettieri im Camp und das schon mit sehr jungen Jahren. Mit 13 sind Sie schon dahin gegangen. Erzählen Sie mal, ist das eine harte Schule, wie wir immer gehört haben? Nein, ich liebe Nick und ich vertrage mich eigentlich wirklich sehr gut mit ihm.
war mir gegenüber wirklich immer sehr nett. Und diese 3, 4 Jahre in seiner Akademie, die haben mir sehr geholfen, auch für mich persönlich, meine Persönlichkeit zu entwickeln und nicht nur mein Tennis. Es ist schon hart, wenn man 5, 6 Stunden am Tag spielen muss, trainieren muss, plus Schule, plus Fitnesstraining. Und deswegen war ich da sehr ausgelastet. Aber ich glaube, für einen jungen Menschen ist es sehr gut für die Disziplin. Und man kann immer noch ein bisschen Spaß nebenbei haben. Also, und mir hat es dort sehr gefallen. Haben wir gelernt, Disziplin lernt man dort, Tennis spielen lernt man dort, Schule auch? Ja, schon. Man geht zur Schule. Die ersten 2 Jahre war ich 5 Stunden am Tag in der Schule. Danach war das nicht mehr möglich. Und deswegen hat man dann Fernunterricht oder einen Hauslehrer, der einem hilft. Und man hat noch 2 Stunden am Tag Schule und muss natürlich dann alle Prüfungen machen. Man muss alles machen. Es ist schon sehr schwer. Aber ich glaube, es ist sehr gut für die Zukunft. Und ich habe jung sehr viel gelernt, schon fürs Leben. Ja. Stellt sich die Frage, so ein Vater, der ist natürlich wahrscheinlich nicht ganz so oder kann nicht so ganz hart mit einem umgehen wie so ein Nick Bollettieri. Was hat sich denn jetzt geändert? Ist das jetzt alles viel ruhiger? Na, der Vater ist immer der Vater und ich kann meinem Papa sagen, also ich habe jetzt keine Lust mehr zu spielen, jetzt will ich mal meine Ruhe haben. Aber wenn man das Nick sagt, ich will jetzt meine Ruhe haben, dann sagt er, ich sehe dich. Und deswegen ist das ganz anders. Selbst jetzt, da gehe ich mal 1, 2 Wochen, wenn ich in den Vereinigten Staaten bin, zu ihm hin, dann arbeite ich sehr hart und gehe durch einen gewissen Drill und das hilft mir. Und ob man Top 1 ist oder in den ersten 500, er arbeitet mit jedem sehr sorgfältig und deswegen kann ich nichts gegen nichts sagen. Vielen Dank, Iva Majoli. War schön, auch mal ein bisschen was zu hören über die Arbeit, wie man dann so gut zum Tennisspielerin wird. Das ist ein kleiner Glücksbringer, eine Uhr vom Norddeutschen Rundfunk. Ich muss dazu allerdings sagen, ihre Gegnerin morgen, wenn es denn Diana Nowotna sein soll, die hat auch so eine, nicht? Also wir freuen uns da. Well, then we can both have Nun, dann haben wir beide morgen die Uhren am Handgelenk. Das hätte was. Vielen Dank, Iva Majoli. Und wir schauen, meine Damen und Herren, natürlich jetzt mal